So, wir haben noch 15 Minuten bis zum Golfclub. Drake Passage. Ich wundere mich, wo ist das Wasser? Oh, guck mal, das macht richtig Spaß. Normaler Jump-and-Run-Hack. Ohne Wasser. Oh, wie schön. Oh, Timer. Ja, Curry. Ich warte nur drauf. Was glaubst du denn? Cool. Was ist das denn für ein Level hier? Das ist solid. Ja, Legende, natürlich, Dingo. Ich würde gerne ins Nerd-Quiz. Bei den Beans. Da würde ich gerne hin. Das einzige Problem ist, dass da so häufig die Star Wars-Kategorie ist. Die ist quasi immer da. Kennt nix aus WoW? Pass mal auf, Ruhe. Du kannst mir jede Frage stellen in WoW. Sagen wir mal bis... Ja gut, nicht den neuen Kram. Ich bin ein WoW-Lexikon. Star Wars nicht gesehen? Star Wars hasse ich wie die Pest und nicht eine Folge gesehen. Du kommst gegen Gregor nicht an, das weiß ich. Gegen Wirt auch nicht. Dafür... ist mein Wissen zu sehr spartig. Ist halt zu sehr Gaming. Also, ich glaube, ich habe die letzten Folgen alle gesehen. Halt so eine Star Wars Kategorie da so komplett raus, da weiß ich halt nix. Aber... ja, Serien, alte Serien finde ich eigentlich auch ganz gut. Videospiele, Sony, so diese Kategorien, da bin ich schon am Stissel. Okay. Oder das finde ich auch immer geil. Wie heißt denn diese Kategorie? Fiktive Universen? Fiktive Welten. Das ist auch eine gute Kategorie beim Nerdquiz. Fiktive Welten. Beste Serie, Inspektor Columbo. Ja, geil. Mit dem Hund, der Hund heißt Columbo. Hatte damals mein Vater alle geguckt, als ich klein war, als ich ein Kind war. Da fand ich das langweilig des Todes. Schade. Genau. Da werden einfach verschiedene Namen genannt aus einem Franchise, aus einem Universum und dann muss man das passende Universum sagen. Also jetzt mal auf doof für Mario wäre es jetzt, keine Ahnung. Wendy, Mario, Luigi, Peach. Ich glaube, die wären es nicht, weil es zu stumpf wäre. Name the Game bin ich, glaube ich, auch gut. Name the Game, da wäre ich auch stark, ehrlich. Name the Game wäre ich auch ultra stark. Immer wenn ich das mal mir angeguckt habe, habe ich gedacht, boah, das sieht man doch. Ups, runter. Nice. Ups, das war falsch. Das Super Mario Quiz. Ja, das gibt's leider noch nicht. Vielleicht kann ich das ja mal. Das Super Mario Quiz. Ich glaube, da wäre ich gut. Also im Super Mario Quiz wäre ich wirklich gut. Ja, okay, es ist natürlich so eine Frage. Na, würde ich jetzt auch. Ihr habt recht, pauschal sagen, ich wäre in einem Super Mario Quiz gut, ist auch Quatsch eigentlich. Naja, ich würde schon sagen, dass ich mich überdurchschnittlich gut mit dem Mario-Universum auskenne. Aber wenn es dann natürlich spezifisch in jetzt irgendwie einen komischen, was weiß ich, die habe ich natürlich alle gespielt, aber irgend so ein Wii-Teil oder so gehen würde, oder... Ja.
Ja, ich würde mich da bestimmt auch nochmal so für genau solche. Obwohl, das ist ja auch Quatsch. Gibt's ja nicht. Es gibt kein Mario-Quiz. Wieso eigentlich nicht? Ich glaube, wir müssen das Mario-Quiz ins Leben rufen. Und das dann mal endlich jetzt hier auf so einem Kultsender wie RTL 2 oder so, muss das jetzt mal angeboten werden, oder? Oh, das geht runter. Cooles Level übrigens. Boah, also Banane habe ich auch noch nicht probiert, obwohl ich ja Banane eigentlich bei allem liebe. Ne? Also ich finde auch, finde ja auch so viele ekelhaft, diese Schaumbananen, Weingummi, also Bonbons, die Klümpchen, die Schaumbananen von der Bude, ich liebe die. Aber ich kenne kaum eine andere Person, die mag. Ja, ich bin eigentlich, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt. Banane auf Pizza, okay, jetzt wird's ekelhaft. Dann kannst du dir mit meiner Freundin ein Zimmer teilen, die frisst die Dinger auch wie nix. Dann ist es keine gute Zimmerpartnerin für mich. Am besten sind ja Zimmerpartner, die Dinger nicht essen. Also sonst ist ja Quatsch. Was habe ich davon? Die Hälfte nur noch an Bananen, das ist ja scheiße. Schaumpilze, auch hammergeil. Ich mag dieses... Ach, ich finde es lecker einfach. Oh Mann, jetzt eine gemischte Tüte von der Bude. Mit Schaumpilzen, Schaumbananen. Aber nicht mit Schoko, das ist eine Sauerei. Ich glaube, ich bin RIP. Ja. Weil es hier immer um Essen geht, weil wir alles verfressende Leute sind. Wir sind Mensch, Kategorie Mensch, und da geht es im Prinzip nur ums Essen. Das ganze Leben besteht daraus. Es sind zu viele Menschen im Chat. Die Schlümpfe finde ich zum Beispiel, das sind die schlimmsten Bonbons. Genau wie die Erdbeeren. Also diese Erdbeeren, die so wie Schlümpfe sind, die gibt es ja auch noch. Diese Schaumerdbeeren auch wieder geil. Aber diese Schlümpfe, nee, klebt überall fest. Ist in eine Tonne kloppen. Okay, Lakritz-Eltern. Ist das gut? Nee. Finde ich auch geil, Nösi, die kleinen Schuhe, ehrlich. So ein bisschen englisches Weingummi, ne? Ja, letztes Level, das mache ich jetzt aber nicht. Weil. Oh, das könnte nett sein. Vielleicht auch nicht. Ach, das ist der Shit. Ach, vielleicht ist auch jetzt hier nochmal alles vereint. Okay, aber hier mache ich den Cut, weil das gibt's am Mittwoch. Das Finale hiervon sieht nett aus schon mal, weil die Mechanik fand ich auch ganz cool. Das war das dritte Level, glaube ich, oder zweite. Ja, und das ist ja auch immer, das muss ja sagen, habe ich schon so häufig gesagt, so gutes Weingummi oder Süßigkeiten generell gibt's nirgendwo auf der Welt wie in Deutschland, meiner Meinung nach. Egal, wo du bist im Urlaub, so Süßkram ist nie so geil wie hier. Hier ist einfach das Beste auf der ganzen Welt. Holland. Hallo. Okay, Holland auch gut. Holland auch gut ist aber... Ist ja fast... Also ist ja... Ja, jetzt kann man so ein paar Ausnahmen... Ich fand in Schweden... Nein. So ein Haribo-Regal hier oder Kinderschokolade ist das Beste, was es gibt. Alles andere Müll. Das ganze Amerikanische und so fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Viele haben genau das gleiche Zeug. Naja, aber es kommt ja alles ursprünglich. Die guten Sachen kommen wirklich aus Deutschland, was Süßigkeiten angeht, meiner Meinung nach. Ist natürlich im Endeffekt Geschmackssache, aber ich glaube, die meisten sehen das so. In Polen Schokoriegel? Nee. Nee. Leute, Dankeschön für den ganzen Support. Zock Amigos, 5 Subs rausgehauen. Dead Rabbit, danke für deinen 20. Eon Eternity, Dankeschön für dein Subgeschenk. Pikosch gerade 5, vielen, vielen Dank. Toller Support. Und Nefals Vorschlag, ich weiß nicht, was das ist, 8,40. So, okay, wir haben jetzt wieder hier diese, ich fliege aus dem Wasser, wie ein wahnsinniger Mechanik. Hä?
Ja, ja, genau. Echt ein guter Nähfall, ne? Denke ich mal. Diesmal echt, oder? Ja, kennt man ja. Aber diesmal wirklich. Mox, Nox, Nox, danke für den 7. Monat. Und Wolfnacht, danke für den 16. Was ist das hier? Aber ich muss sagen, ich bin froh, wenn der Hack vorbei ist. Das muss ich halt genauso sagen. Es ist teilweise schon sehr kreativ gewesen, natürlich, aber im Großen und Ganzen doch dann zu viel Wasser bei 17 Exits. Oh, das wollte ich gar nicht. Was für ein Shit. Ich wusste auch vorher, dass es um Wasser geht. Ich habe auch gedacht, es ist in Ordnung, aber es zieht sich dann doch mit so vielen Exits. Okay, jetzt geht's rein. Oh, okay. Hä? Okay, hier auch wieder. Achtung, hier ist links und rechts vertauscht und man kann nur einmal hüpfen. Also auch wieder eine Kombination. What the fuck? Oh mein Gott! Moin, Denzen. Moin, Denzen Hi. Erwin Höhenfeld, dankeschön. Moin, moin, Denzen Hi. An der Stelle. Hä? Wie soll das gehen, wenn ich nur einmal hüpfen kann? Wie muss ich denn da durch? Ach du heiliger Bimbam. Vor allem ist er links und rechts vertauscht. Oh Gott. Oh, Alter. Okay. Ach, so geht's. Okay. Ich kann einfach aus dem Stand hoch. Okay. Ja, dann ist es nicht so wild. Ja, Boomer, ich weiß. Ich weiß. Ich müsste andere Sachen sagen. Sowas wie... Sheesh, was ist das für ein Sass? Dann wär's besser. Dann wäre ich nicht so Boomer, ich weiß. Das war cringe? Wieso? Das ist doch, das, so redet man. Das ist Jugendsprache. Nicht cringe. Okay, dann geht's, glaube ich. Wenn ich einfach so straight hochkomme, zack. Aber wo ist dann... Ah. Okay, ich muss halt zur Seite. Ah, Assi. Ich weiß, papatastisch irgendwie. Wann wird es denn entschieden, was jetzt das Wort, das Jugendwort ist? Nee, krass sagt man nicht mehr. Ich finde das immer noch so lustig. Bei Erkan und Stefan zum Beispiel, die sind ja auch auf Twitch. Ich glaube, die haben einen Krass-Emote, ne? Ich meine, damit wurden die ja berühmt damals. Das war ja so... Damals war ja, wenn man krass gesagt hat, war es ja fast lustig. So, oh, krass. Das ist ja mittlerweile komplett etabliert in jedem Sprachgebrauch in dem Deutschen. Oder egal, wo du herkommst. Krass ist, ist ja ein komplett etabliertes Wort. Rio Force, danke für deinen Prime-Sub. Oh, guten Tag. Ich finde cool, so letzte Level, die dann nochmal alles kombinieren, finde ich erstmal sehr nice. Ah, okay. Dankeschön. Du bist der Beste, Alter. Alter! Hier ziehen Frageria. Dankeschön für deinen Sub.
Nice. Sehr cooles Level. You have reached the halfway point. Good luck. Oh Gott. Komm nochmal rechts, die Sau. Okay, der war sehr easy. Ach du heilige Scheiße. Oh nein. Okay, abgefahren. Ein Resno-Fight so mit dieser komischen Jump-Mechanik. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, ist das belastend. Schön ist, der Boss müsste ja immer einfacher werden. Oh, okay, ich sollte da nicht dran sterben. Einfach hier werfen, irgendwas treffe ich schon, oder? Denke ja. Geiler Song. Ja, finde ich auch ganz cool, der Boss. Bisschen zu lang, ja. Oh. Hä? Kann ich... Oder kann ich mehrfach schwimmen? Ich kann einfach mehrfach schwimmen, lol. Okay, dann hätte ich hier den Stein, mach ihn kaputt. Okay, easy peasy. Oh, da darf ich nicht warten, okay. Muss ich schneller sein und den... Ich glaube, ich muss schneller sein und den Stein holen da, ne? Und was zerstört das Level wieder? Ich finde, das ist einfach ein Gegner, den man niemals einsetzen sollte. In meiner Welt. Niemals. Mein Fishing Boo ist einfach immer schlecht. Ups. Ja, er ist immer schlecht. Ist einfach immer eine schlechte Idee.
Eine Schwangerschaft schon. Ja. Fishing Boo of the Doom. Schade einfach. Es hat so einen guten Flow. Mann, bring doch nicht immer dann so einen Müll rein. Gab's schon an ein paar Stellen, finde ich. Der Fishing Boo ist einfach... Nein. Einfach nein. Ganz selten, dass der mal cool ist. Es ist halt einfach Schrott. Es ist einfach Schrott. Also, es ist einfach Schrott. Ja, was soll ich sagen? Styler, Junge! Bist du irre? Nachtrag zum 24er, bei dem ich leider nicht dabei war. So geht halt alles auf einmal raus. 24.000 Bits! Irre! Alter, dankeschön! What the fuck? Styler, ich danke dir von Herzen. Das ist ziemlich viel. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest trotzdem noch im Nachhinein den 24 Stunden... Ich hoffe, du hast ihn geguckt. Hey, Weepilis, dankeschön für 5 Subs. Ihr seid so verrückt. Dankeschön. Diese Community ist einfach GönUnity86. Danke, Leute, das ist irre. Vielen Dank. Boah, lass es jetzt mal gleich vorbei sein. Ey, dankeschön. The Bad English Speaking Guy. The Bad English Speaking Guy giftet Eddie ein zur Durake Delle. Lass es vorbei sein. Oh. Vielen, vielen Dank für 5 Subs. You've defeated the guardians of this sanctuary and stopped their ritual. All that is left is to destroy the source of their power. Oh nein, a waterfall. Hydro. Ach, das war's, okay. Ich hab als Sternzeichen Fisch, ja, das stimmt, da kritzelt. The Bad English Speaking Guy, danke für 5 Subs. Vielen, vielen Dank. Ja, war okay, aber es war auch nur okay, fand ich. Also wirklich teilweise zu... Timer stoppen, ja, das stimmt. Es war mir einfach zu viel Wasser. So ein Hack kann in meiner Welt nicht gut sein. Egal wie kreativ das Ganze ist. Muss Bier tanken. Danke für dein Subgeschenk. Egal wie kreativ das Ganze ist, irgendwann nervt es nur noch. So, Hydro ist drin. Dann machst du ungefähr Pause. So vor Hollow Knight, 20 Uhr. Vielen, vielen Dank. Echt. Dankeschön, Leute. So, lassen wir noch durchlaufen. Ulrich, dankeschön. Bestellt. Nachschlagen. Also essen. Sushi gegangen. Sushi essen gegangen. 5 Stunden 22. Dein Fazit. Ja. Würde ich nicht nochmal machen. Shoutouts zu den Streams I watch. Das ganze Englisch. Ganz in Englisch, Leute. Ja. Also würde ich nicht nochmal machen. Mag kreativ sein, aber du kannst einfach nicht so viele Level hintereinander mit Wasser. Ist irgendwie meh. Irgendwie ist es zu viel. Was geht heute bei Hollow Knight? Ja, der P4 würde ich gerne beenden und dann gucken wir uns mal P5 an. Aber vorher mache ich noch die P1 bis 3 nochmal für den anderen Speicherstand. Vielen Dank, The Real Studefan. Für so viel Wasser war es okay. Ja, na klar, es war okay, aber es war trotzdem Wasser.